Ja, bin da. Jetzt erstmal Zelt aufbauen. Okay, Tasse Kaffee habe ich auch schon getrunken. Aber wie gesagt, erstmal Zelt aufbauen, bevor es gleich hier voller wird. So, mein Zelt steht schon wieder. Da drüben schlafen Gunther und Sandra. Denke mal, hier in der Mitte werden dann Wolfgang und Sabine ihr Zelt aufstellen. Wolfgang und Susanne, nicht Sabine. Wie komme ich jetzt auf Sabine? Ja, dann gehe ich mal runter. Mal gucken, ob die den Pavillon da unten schon aufgebaut haben oder ob die noch meine Hilfe brauchen. Ja, da oben irgendwo, ach, genau da. Kann man wahrscheinlich gar nicht sehen. Da über den Dächern, da oben zwischen den Bäumen, da ist so was Dunkles, das ist die Jugendherberge. Habe ich gar nicht weit weggeschlafen. So, noch sieht der Weg hier runter recht grün aus, aber erfahrungsgemäß wird er gleich schwarz-braun sein. Einmal durch die Hühner durch, die aber heute nicht da sind. Ja, weil der Gunther und der Carsten zu dumm waren, den Pavillon richtig aufzubauen, muss der Dieter das jetzt nacharbeiten. Nochmal richtig abspannen. Nee, das. Fürs Leid und noch für Kunstvollgas. Mein Grund ist fertig.
Mein Team. Ne? Ah, ja. So, und dann sage ich, okay, also ist er entweder irgendwie Oberschwester oder sogar irgendwie Ärztin. Ärztin. Okay. Ja, das erklärt einiges für mich. Ich habe immer gerätselt, was macht die Frau sonst so. Aber ich habe immer auf ihrem YouTube-Video, habe ich immer irgendwie einen Kommentar drunter geschrieben. Da habe ich von ihr eine Freundschaftsanfrage auf Facebook gekriegt. Ah, echt? Ja. Die Stange sieht. Ja, das habe ich gesehen. Das muss ich schon sehen. Aber es sieht auch manchmal dumm aus, wenn man dann auch von der Hand. Ja, ja. Töchter. Okay. Also ich glaube, da kannst du jetzt froh sein, bei dem Spender. Bei dem Job. So, bitte mal herhören. Wem gehört das Adapterteil hier? Das kann nur eine Kamera von Hubert sein. Das war ja der größte Überflieger. Hat jemand meine Frau gesehen? Ja, ich glaube, die Jungs. Wer hat das? Ja, ja, ja. Ja, super. Ich könnte auch auf YouTube nicht veröffentlichen. Ja, das den Pavillon hier hat der Dieter alleine aufgebaut. Wir haben nur dumme Kommentare gelassen. Also ich zeige euch jetzt mal meinen Airbnb. Wunderbar. Wieder was gelernt. Damit man kann, wer Lust hat, ist einfach nur ein Spaßparcours mit Kleinigkeiten, die du willst.
werfen, Dart werfen. So, hier gibt es Graukäsesuppe. Noch nicht. Ohne Graukäse, oder? Die wird hier gerade gebacken, gekocht. Vorbereitet. Das an. Ja, schlucken, Helmut! Schluck! Was ist das denn, Helmut? Da hätte ich aber. Und ich habe immer gedacht, du hast das größte Maul. Das kann er wieder rausschneiden, Helmut. Ah, okay, bitte. Ohne Enrico, was du auch.